So, jetzt kommen wir dran. He? Also, wieder seit Ewigkeiten, ich bin jetzt in meiner neuen Wohnung oder meinem allgemeinen neuen Ort, wo ich so lebe. Und ja, ist kurz getestet, ob alles funktioniert, Aufnahme funktioniert. Wir gehen jetzt mal blind. Gehen wir blind in den Fight rein. Ist das eine gescheite Idee? Ja, so halb blind. Also, wir gehen mal rein. Okay. Der absolute erste Super Vibe. Überhaupt nicht das Welle machen, was ich Welle machen. Oh, geil. Ah, ja. Also, das ist nicht meine Absicht gewesen. Aber ist gut, wir werden jetzt hier ein paar Mal sterben, wahrscheinlich. Also es könnte gut sein, dass wir ein paar Mal werden sterben hier. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, dass ich rufen kann. Also ich habe es völlig verkackt, ich muss zuerst rufen und dann... ja. Ja, von denen auch hohen Respekt allgemein. Genau so geht da. Oh, geil. Geil, danke. Oh, Mann. Ja, es stimmt nicht, dass ich schon lange nicht mehr Elden Ring gespielt habe, aber ja, nicht mehr auf dem Account Elden Ring gespielt. Und ja. Instant Charge hätte mich. Wo ist das? Nein, ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Ich bin so ein Bot. Zum Glück war es relativ schnell. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich versuche mal mein Bestes mit den Sleep Pods. Geil. Der eine habe ich weg. Schlöffelt. Ja. Komm doch her. Geil. Okay. Oh Mann. Was ist da gerade? Immer noch nicht da gerade. Oh. Oh, nein, der Fettsack. Er ist aufgewacht. Nein! Und du siehst ja, eine killt und wie viel Leben das da. Oh.
geil. Ja. Ich hasse ihn. Ja, null Seele. Geil. Oh, ich geh genau, Alter. Fuck. Nein, der Angst ist wieder wach. Ja. So, lassen wir da mal Pause. No way. Ist weg. Jetzt haben wir den Fettsack. Nein. Fucking hell. Fucking hell, ich hasse ihn so fest. Ich hasse ihn so fest. Ich hasse den Fight. Das Ding ist, sie respawnen ja immer wieder, bis die Health Bar weg ist. Und das ist so mühsam. Das ist so mühsam. Gute Nacht. Oh, yes, let's go. Ich bin so schlecht. Wow. Wird. Ah, ich sage euch Leute, das wird elend. Das wird wirklich elend. Ich mach mal einen Timer rein.
Weil, ja. Nicht, dass ich dann 2 Stunden dran hocke, oder? Okay. Das kannst du eben nicht machen. Das kannst du eben nicht machen. Du kannst nicht angreifen. Ja, es ist schwierig zum Timen. Angreifen und... Das Problem ist, er dreht sich halt wirklich ewig. Und das habe ich halt noch nicht genau gemeistert, wie... wie das genau timest dort. Frag mich, wenn ich scheiß Maus stagge, Mann. Schluffi. Danke. Danke. Oh, let's go! Das ist so clean gewesen. Oh mein Gott! Oh, ich liebe mich! Oh. Let's go, Alter! Ah, ist das clean gewesen! Mua, schau mal die Seele da, wo das gegeben hat! Oh! Let's go, Alter! Let's go, ey! Ha!
Oh, ganz ehrlich, ich zittere sogar ein bisschen. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's nicht gedacht. Ich hab's nicht gedacht. Süden? Nein. Norden. Oh. Ja, dort Stars Auto. Und auch endlich mal ein Lebensbalken Auto. Wir sind jetzt im Ficken-Modus, Alter. Ja. Geil. Das Zeug sieht alles so viel Runen, das ist unglaublich. Das sieht der Range, ich weiß gar nicht mehr. Das hat die Range. Oh Mann. Geil. Oh, oh der Reißzahn. Ah. Ja. Wir verhandeln hier nicht mit diesen Viechern. Ah, geil. Nice. Da ich Speedrunners hier gesehen, nur Durchrusher gesehen habe, weiß ich natürlich jetzt nicht, ob es noch geiles Zeugs gibt. Aber ja, das letzte Mal, als ich einen Speedrunner gesehen habe, das Spiel spiele, ist auch schon ein paar Tage her. He. Also, so beliebt ist es dann auch nicht mehr. Ja, genau so spielt man da Bild. Genau so. Und wo wartet du ein Gegner? Okay. Schon mal interessant. Mit Steinsieber. Dort würde es übergehen. In dem Fall wollte ich mal schauen, was hier noch ist. Das ist ein Togo. Ah ja, so. Ja. Bastard. Okay. Fair. Hat sich's gelohnt? Ich würde sagen nein, aber okay. Den brauchen wir auch nicht.
Okay, ja, da kommen wir jetzt nicht mehr rauf. Ja. Nö. Schildtalisman 2, keine Ahnung, was der macht. Ich weiß aber noch nicht, ob ich hier wirklich safe bin zum Stehen und zu kontrollieren. Da schmeißt nämlich irgendetwas. Ich bin hier safe. I don't know. Gut, die kommen doch zu mir, oder? Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden erheblich. Also ganz ehrlich, tut jetzt irgendwie cool. Da ich aber nicht weiß, was... wie viel und ob das wirklich lohnt. Und ich bin momentan sehr zufrieden mit meinen Talismanen. Einfach schlätzen das Zeug. Einfach schlätzen. Hier geht's rauf. Ja. Er hat mich natürlich noch getroffen. Oh, und er lebt noch. Ja, klar. Also ich finde den Ort relativ nice, weil man relativ viel kann entdecken kann. Und hier kommst du jetzt wieder zurück, oder? Also wenn ich hier... wo hier komme ich ja. Ja. Und hier ist nichts. Okay. Okay, that's it. Gut. Den haben wir da. Jetzt sie. Oh nein, nicht so eine. Noch andere Gegner hier. Abhand. Also außerhalb von ihm. Ah, ja, so eine Race gemacht. Nein, Idiot. Oh, ja. Nein. Oh, fuck. Ja, ich hab schon lange gedrückt, by the way. Oh, man. Ah, GG to you, I guess. Oh nein.
Ja, schneller, oder? Ja. Das ist in der Tat schneller. Gut. So. Sitz! Sitz! Danke für das Auto. Mhm. Aber sonst ist es nichts. Das heißt, es geht hier dann einfach planlos weiter, oder? Also, ich hoffe es. Die Frage ist, wie soll ich. Geht es hier planlos weiter? Das ist ein Grace. Das Item verlockt mich halt schon. Ja. Ja, muss halt Kumpe drücken, oder? Muss halt Kumpe drücken. Ah, ja. Ja, ich bin nicht doof gesehen, da habe ich nicht Kumpe gedrückt. Mm. Passiert der Beste, gell? Ah. Hallo. Und tschüss. Ja, komm. Schieß auf Abkürzung, obwohl. Schieß auf Abkürzung. Passt schon. Wir haben es das erste Mal geschafft, schon mal das zweite Mal. Das Ding ist, ich kann jetzt halt nochmal hin. Und wenn, wenn ich wieder nicht gruppe, dann darf ich nochmal. Das ist das Geile dran. Nein. Der ist aber weg, oder? Ja. Okay, auf ein neues. Nice. Für Schmiedstein 8. Aber eben Schmiedestein, das bringt mir vielleicht nicht so viel. Ich bin ziemlich sicher, was jetzt kommt. Wie viel? 80.000? Ah. Ja, wir sind das erste Mal da, also versuchen wir uns das erste Mal ein bisschen zu clearen. Okay. Hallo. Scheißvögel, Alter. Hier, was ist hier, Junge? Der Tod. Oder? Nee, kein Hebel. Ja.
ganz kurze Leiter. Holen wir den dort auch wieder rein. Oder ist das weiter unten? Also ich weiß, dass ich sterben werde, wenn ich hier aber drop. Aber wenn ich hier in der Mitte down gang. Okay. Also wenn ich die Mitte runterfalle, dann sollte ich eigentlich den Fahrstuhl aktiviert haben. So funktioniert das. Also mal nicht kumpen. Gut. Yep. Absoluter brilliant move. Ah, da führt die weiter rauf. Ich glaube, das hat mir jetzt gerade gar nicht gebracht. Der wird nämlich nicht hier stehen, ja. Okay. Du willst sogar One-Shotten. It's time. Was droppen dir? Sturmfalkenfeder. Okay. Jetzt nicht rein. Danke für das Leben. Okay. Nice. Also wenn ich den Rücken zurückkehre, dann machst du irgendwie nochmal extra Bonus Schaden. Ist eigentlich logisch. Aber ja. Logisch kann ich den Drachen killen. Weiß ich halt auch nicht. Ich habe keine Mana. Ich habe keine Mana. Wieso auch immer. Also ich habe wieder voll refilled. Okay, verpiss dich. Ja, ich glaube, das ist auch so einer, wo... Ja, ich weiß nicht, ob man ihn kannst killen. Aber dass sich verpisst, ist klar. Ich glaube, er hat meine Mana komplett drained. Kann gut sein. Wir wissen nicht, woher das gegangen ist. Drift. Danke. Okay. Oh, next one. Das
so geil, Alter. Das ist so geil. Du verlierst den Hustle so fest. Das Spiel ist so AIDS zum Teil. Ich meine, ja klar. Da sind die Birds und die greifen mich alle an. Oder auch nichts. Nice, 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 nice. Und jump. Da haben wir das auch abgeholt. Ah. Da jetzt sowieso nichts mehr mitschaut, kann ich auch ein bisschen davon erzählen. Also ich habe meine Analysen gemacht von, ja, wie es mit YouTube läuft. Und sagen wir mal so. Es läuft gar nicht. Also es schaut eigentlich niemand zu drei Personen. Und da sage ich schon mal dir danke, dass du hier auch zuschaust. Aber ja. Sag mal so. Ich mache das jetzt mehr auch, aber ist ja klar, ein bisschen mehr für mich. Weil halt, wie gesagt, für mich machen oder für euch zu machen, bringt eigentlich nicht. Euch ist eine Person. Also. Es kann natürlich sein, dass ich mich verbessere im Verlauf der Zeit mit dem Aufnehmen und ich werde auch also spürbar ruhiger in diesem Spiel. Weil in diesem Spiel musst du halt einfach wirklich die Ruhe bewahren, um wirklich, wirklich gut zu werden. Stirb schon bitte. Danke. So. Dort hat es einen Abstieg, aber hier überlebe ich es auch, aber ich hoffe, dass hier ins Grace kommt oder so. Was auch immer das so ist. Okay, das ist einfach ein random Gegner-Boy. Hoffentlich. Ich habe praktisch keine Mana mehr, darum... Ist heftig. Hey. Oh. Ich kann den Nase einfach bissen und dann bissest du mir noch einen. Nice. Die sind alle geil, die kann man bei den Zwillingen eindeutscheln und die gibt uns dann Stuff. Aber momentan muss ich fast sagen, wir haben zu wenig Mana tränke. Also. Finde ich das schon witzig. So. Ich würde schon gerne wissen, was da unten ist, aber...
hier kommt auf jeden Fall irgendetwas Bossiges, kannst du mir nicht sagen. Dort oben auf jeden Fall. Dort kommt sicher was. Das Problem. Nein. Wie viel brauche ich für ein Level? Dann pop ich noch ein paar Seelen. Und ich brauche 16.000. Okay. Inventar. Die droppe ich mal nicht. Da bin ich mal die nutzen. 10.000. Jetzt brauche ich noch 6.000. Ah, fucking hell, yeah. Im Mana. Ja. Habe ich Handy 16.000, ohne vielleicht verlieren. Bin ich nicht abgegangen. Jetzt habe ich 35 Kraft. Jetzt rushen wir hier schnell durch. Und ich glaube, jetzt werden wir mal in den Geist investieren, dass wir wirklich mehr Mana haben. Also hier muss es aber gut sein jetzt. Das ist hier irgendetwas. Sind wir jetzt gerade raus. Ich weiß, woher das es geht. Ich weiß es. Also wo geht's denn? Wo geht's denn hier durch? Warte schnell, wir machen Mana Potion, also eine Health Potion weg. Flaschen verteilen. Ja. Gut. Und ehrlich nichts, ich weiß. Gut zu wenig, aber ich mach's. Normal mittlerweile zeigt es eigentlich, dass man kann machen, aber ich vertraue dem Spiel jetzt nicht so ganz und darum. Okay, hier gibt es einen Boss und dort gibt es einen Boss. Okay, gut zu wissen. Das heisst, ich weiß jetzt schon zwei Bossen, die wir killen. Und die müssen wir eigentlich gar nicht killen. Aber ich probiere es gleich mal schnell. Okay. Also ich muss den killen, aber ich würde es irgendwie gerne machen. Oh.
reißt es mich auseinander, ey. Ich wette, da gibt es auch keine Seelen. Es ist so ein Gefühl in der Brust. Ah, Scheiße. Und, ja, du gibst sogar Seelen. Nice. Du bist sogar rüstig. Nice. Die Rüstung zieht immer gerade rein. Also sie ist potterhässlich. Und sie hätte dich nicht. Gut. Jetzt kommen wir zurück als Grace. Und können vielleicht noch ein paar Runen droppen. Das ist falsch gesehen. Gott, sag mir nicht. Es ist alles, das ganz oben gesehen ist. Es ist. Ja. Ich laufe sicher noch mal rauf und schauen, wenn er noch dort ist. Wenn es sind 28. 28 Seelen, wo. Ah, ist weg, gut. 28.000 Seelen, die du immer wieder kannst holen. Also ja, ist natürlich jetzt nicht so easy, aber... Also... Wie viel brauche ich? Etwas mit 80? 82 brauche ich. Also... Und da... brauchen wir das Zeug geben. Geil. Nicht gelangt. Ja, da wird zu viel gesehen. Ja, wäre noch was nett, wenn sie es einfach wieder hinschreiben, wie viel.
Gehen wir auf Geist. Ja. So. Solange unsere Fläschchen... Warte schnell. Muss das Ding eigentlich anbieten? Was ist dort hinten oben? Ich will das wissen. Ich will da wissen. Tot. Auch dort. Leiter gegen oben. Tot, tot. Hier nicht tot. Es gibt auch mal richtige Equip-Zeug. Nicht Ruhe. Aber irgendjemand überwacht dich durch, kannst du mir nicht sagen, dass da niemand ist. Es baut dann irgendwie ein Drache oder so. Okay, ja, das war Overkill. Overheal respektive. Also. Da habe ich gerechnet. Öffnen. Okay. Was ist denn? Das alten Fürsten. Verlängert die Wirkungsdauer von Zaubereffekten. Okay. Ich weiß nicht, ob das useful ist. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. So. Okay. Der nächste wird crispy, der nächste Boss. Da glaube ich, weiß ich schon, was mir erwartet. Ja, Angriff. Ja,
Nein. Das ist so dumm. Okay. Erste Phase ist dann. First try. Jetzt kommt die zweite Phase. Logisch, kann ich Golden Wow aktivieren? Die Antwort ist nein. Wir haben null Mana in der Fight. Okay, ja. Ja. Oh yeah, legendaxe, Alter, wieder mal. Absolut legendär. Ich glaube, ich könnte jetzt als Ding. Ja gut, jetzt habe ich keine Seele oder Rune. Aber ich könnte jetzt mein Moonbell auf plus 10 machen. Das will ich noch vor. Im schlimmsten Augenblick. Ah! Mann. Wow.
Oh, nein, das killt mich over time. Ich bin so bad. Ich muss meine Waffe leveln. Nicht mehr wundern, wie viel Buch das ich brauche. Balle halt schnell einfach raus hier. Well, as war comes. Geschicklichkeit wird nochmal skaliert. Ja, macht auf jeden Fall nochmal mehr Schaden. Und wie viel? 2000 brauche ich. Okay. Inventar. Das ist zu wenig. Ja. Perfekt, Auto. Nein, 2100 oder so, Mann. Nein, 160. Ich bin so ne Bot, Alter. Nein, es hat auch gelangt. Gut. Göttertöterwaffe. Plus 10. Gut. Jetzt machen wir folgendes. Das haben wir noch nie gemacht. Aber das... aktiviert unsere Grossrune, die wir aktiviert haben. Und mit dieser Grossrune... ja, habt ihr gesehen, boostet es alle meine Stats, also... Inventar... Wenn jetzt, ja... Eigentlich überall plus 5. Ja. Das Problem ist, wieso habe ich das schon lange... wieso habe ich das noch nicht gemacht? Wenn ich... sterbe, ist es weg. Ja. Aber ich habe jetzt... ich habe jetzt das Bari, also... so von ich mal auf verbrauchen. Nein. Fuck. Boom. Let's go. Ha. So, da haben wir. Okay, Cutscene. Wie lange darf ich noch machen? Ah, ich bin flott unterwegs, hä?
Okay, what the hell? Sauron himself. The lands between are shrouded by death's dark fate. Ich liebe, wenn Cutscenes einfach so richtig laggy sind. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Farewell it is then. You'll be Elden Lord yet. Elden Lord. Fuck. Nice, out. Sehr nice. Sind wir wieder zurück in der Hauptstadt. Und da ist etwas gegangen, hä? Zweihundertzwanzigtausend Seelen. Ich habe einfach keinen Plan, woher, oder? Also, das hinten sieht nicht danach aus, als würde es da hinten gehen. Das ist zu fern ab. Ja. Jetzt sind immer als Item versteckt.
Okay. Der hat auch Seelen geschissen des Todes. Und jetzt haben wir auch wieder ein bisschen. Jetzt haben wir auch ein bisschen Mana zum Brauchen. So soll es sein. Müssen wir hier wieder den scheiß Baum auftanzen? Ich glaube. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass hier jetzt Ende kommt. Hä? Also ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Erdenbaum. Und dort wartet, also dort oben, und dort wartet dann der letzte Boss auf uns. Oder nein, da kommt nochmal ein Boss, da kommt nochmal ein Boss. Irgendwie, ich glaube, so ist es. Ja. Und die Frage ist, welche, dass wir es zuerst machen. Ich würde gern nochmal zurück hierher. Natürlich nicht hierher, sondern hierher. Und dort wartet uns auch noch ein guter Gegner für uns. Den würde ich jetzt lieber zuerst machen. Das ist hier gesehen, oder? Wenn ich hier links gehe. Und dann ist das hier gesehen? Ah, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, Alter, ob ich so vergesslich bin. Nein, hier ist nichts gesehen, Alter. Aber was ist dort? Da bin ich auch noch nicht gesehen. Ja, das ist der Fahrstuhl. Ja. Die Frage ist, wo bringt der mich hin? Die Ruhe. Okay, also wir haben jetzt schon zwei Sets Rüstungen, die ich muss anschauen. Okay, das ist alles gesehen unten. Also. Ein Set ist das gesehen.
That would be so nice. Wir sind sogar mittlere Last. Haben wir sogar, also. Okay, das heißt, wir könnten mit all diesen Dingen spielen. Gut. Und das andere ist. Und das ist auch mittlere Last. Okay. Also, ich gehe nochmal. Ja. Nein, meine Grossrune habe ich verschenkt. Ah, ich bin nicht idiotisch, ey. Das war jetzt dumm gewesen. Also vor allem Sachen, die ich machen kann, ist das dümmste gewesen. Ja. Timer. Das ist der schnellste Weg dorthin. Gott bewahre. Warte. Ja, und wo ist der nochmal weh? Ich laufe einfach nochmal durch hier. Nein, das ist nicht hier. Ach. Ja, jetzt bin ich hier. Du, wir machen für heute Schluss. Ich suche das jetzt, ja, und man sieht sich, wenn man es gefunden hat. Merci fürs Schauen und einen schönen Tag.